Willkommen zurück zu Bus Driver und der Linie 49 Vorortschleife. Nur alte Hasen wagen sich an die Linie 49, die scheinbar harmlose Route im Sunshine Server hat es in sich. Kurvenreiche Tunnel, steile Gefälle und dieser Scheißbus. Diese Route stellt hohe Anforderungen an den Fahrer. Widerstehen Sie der Versuchung, das Gaspedal durchzudrücken. Sie haben Leute im Bus. Und ich weiß, dass ich Leute im Bus habe. Was? So viel Distanz bis zur nächsten Haltestelle? Das gab's ja noch nie. Oh nein! Oh! Jetzt weiß ich, was die mit alten Hasen meinen. Es geht ja gleich mal ganz gut los. Die Stelle davon, die ist ja mal so beschissen. Und nein, deswegen fange ich nicht mehr mal von vorne an. So, der hat's gerade überstanden und ich. Bei mir geht's erstmal los, ne? So schnell darf ich jetzt nicht fahren. Man darf natürlich nicht widerstehen. Ne? Ich kann einfach nicht widerstehen. Ich muss widerstehen. Oh! Tut mir leid. Wieso habe ich jetzt minus 210? Habe ich zweimal Abzug bekommen. Na toll. Das sind jetzt bestimmt die Punkte, die ich jetzt eigentlich hätte hier bekommen. Weil ich zum Fahren zu dumm wäre. Ah, da unten ist er. Deswegen auch die Distanz so. Weil diese Stelle kommt ja. Was, so weit drüben war ich doch gar nicht. Man. Was? Wisst ihr, was ich jetzt mache hier? Nicht? Keine Pluspunkte. Wenn ich schon Minuspunkte kriege, wieso dann nicht auch Pluspunkte? Oh, die Kollegen kommen. Wird schon ganz gut dort. Ich habe es auch irgendwie geschafft. Hab nur ein Auto gerammt, bin in die falsche Richtung gefahren. Angeblich ja schon ein bisschen an. Hätte wohl blinkt, ne? Obwohl das ja nicht mal eine Spur ist da drüben. Da ging es raus ins Gras. Und da ich ja noch keinen. Ich liege ganz gut in der Zeit eigentlich, aber ich habe zu viele Minuspunkte. Jetzt kann ich sogar noch warten. Ich liege perfekt in der Zeit jetzt. Das ist eigentlich ganz gut, oder? Im nächsten Halt Thunderstone. Ja, da sieht man das schon. Damit wird die Tour 4 abgeschlossen. SCS Transport Sandusted. Und nein, man sollte hier blinken, weil der Pfeil eigentlich in der anderen Spur ist. Ich liege wirklich perfekt in der Zeit. Mein Problem ist das Hinstellen in die Haltestelle. Okay, jetzt habe ich schon natürlich 5 Sekunden Verspätung, aber. Es wird schon. Und jetzt muss ich hier wieder raus, ne? Oh, sie haben extra hier gewartet. Jetzt fahren sie wieder mit mir. Ist das nicht toll? Gut, dass sie da vorhin nicht dabei waren bei dieser Scheißstelle. Ich finde aber eigentlich, ich meine, der Anfang, der ist schon beschissen. Der ist wirklich für Leute, die, keine Ahnung, müssen die 10 Jahre schon im Dienst sein oder 5 oder sogar 20. Aber hier jetzt wird's gar nicht so schlimm. Das Schlimme ist höchstens, dass ich nicht so richtig halten kann. Man könnte jetzt denken, ja, Stufe 4 ist ja jetzt vorbei nach dieser Fahrt. Da kommen noch Stufe 5 und 6. Das Spiel nähert sich ja langsam dem Ende. Aber man könnte sagen, es kommen noch viele Parts, also viel. Also soll ich jetzt 10 schätzen, wenn ich jetzt eine Fahrt machen würde? Natürlich, wenn ich jetzt pro Part jetzt eine Fahrt mache, dann sind es natürlich 10. Mache ich aber nicht, vor allem nicht wegen der letzten Fahrt. Denn die wird mir als ein paar, die werde ich als letztes machen, die werde ich auch in einem Part packen.
Und zwar werde ich bei der vorletzten Fahrt einfach aufhören und dann die letzte komplett machen. Die wird dann länger sein, aber das wird dann der Abschluss für Bus-Driver. Weil diese lange Fahrt ist, denke ich, in der normalen, nicht der normalen Version. Och was denn? Ich will doch nicht rüber. Jetzt wollte ich darüber, dann fährt er wieder dahin und. Oh. Ich habe auffallend doch schon ganz schön viele auffallende Pluspunkte, ne? Fast 500 gleich wieder. Jetzt 500. Ja, und jetzt habe ich schon wieder die Verspätung. Jetzt geht's schon wieder los. Im Juni. Ne, Morni. Nur für den Halt erstellen. Nächster Halt, Chevrolet. Ja, ich fahre den Berg hoch. Ist ja klar, dass ich jetzt nicht so schnell bin. Was haben die denn hier mit der Zeit? Ne? Höchstens 35, wenn ich fahren, oder? Oder ich drücke die Taste. Ja, ich habe die Taste jetzt schon ganz reingedrückt. 35. Schneller geht's nicht. 36? Wir fahren Berg und dann auch noch hier mit Kurve. Sie. Was? Ich hätte nicht gedacht, dass es höher als 35 geht. Okay, jetzt lässt es langsam nach, jetzt können wir schneller fahren. Das ist jetzt das Problem, ne? Wenn es jetzt geht. Ja, wird sogar toll. Ich konnte jetzt eh nicht mehr anhalten. Was, wieso 417? Hatte ich über 600 Punkte? Oh, müssen aber viele gewesen sein. So, Morne, Harvin Park, Norwood Hill und Sunshine. Server, jetzt wird die Haltestelle von dort an. Ich kann ja wegen dem Anfang schon verstehen, dass die Tonne für alte Hasen ist, also für Busfahrer, die schon länger im Dienst sind. Aber hier der Rest, der ist einfach nur durch meine Blödheit hier verschuldet. Das kann eigentlich gar nicht so schlecht sein. Und klar, wenn man als Busfahrer weiß, selbst wenn man noch nicht so lange im Dienst ist, dass man nicht so schnell fahren sollte, weil man was rammen könnte, dann ist selbst diese Tour eigentlich ganz in Ordnung. Oh, dann kommt mal rein und ihr geht raus. Ah, Sunshine Suburb Garage. Garagen, sag ich jetzt aber. Wir sind ja in Amerika. Ja, sagt man auch Garagen. Ja. Oh, wir schaffen es vielleicht sogar jetzt in dieser Tour mehr als 1000 Punkte zu haben. Ich meine, noch drei Haltestellen. Da hätten wir eigentlich 1000, aber bei der L Scheiße. Kann man sein. Aber bei der letzten kriegt man ja die 100 Punkte nicht, weil man ja da nicht mehr weiterfährt. Deshalb hätte ich nur 915, weil ich jetzt gerammt habe. Ja, er freut euch nicht mehr so, ich war zu blöd, ne? Außer vielleicht, wenn ich jetzt noch perfekt halte. Ja, nochmal fürs gute Halten, Punkte. Und jetzt nochmal die 100 hier und die 30 für die grüne Ampel. Also jetzt habe ich schon 897, noch 103. Wenn ich jetzt die 100 kriege für die nächste Haltestelle. Weil wir haben ja jetzt keine Fahrgäste mehr drin. Hier steigen jetzt alle aus und die letzte Haltestelle, da bringen wir einfach nur noch den Bus zur Verwahrstelle. Also zum Bushof. Jetzt sind alle draußen. Jetzt kriegen wir nochmal 100. Und haben mehr als 1000. Hätte ich gar nicht gedacht. Ey, komm. Ich habe genau dem Pfeil gefolgt, ne? Fahr aber zwar dagegen, aber ich krieg trotzdem die Minuspunkte für die falsche Richtung. Oh. Ah. Ja, ab mehr als 1000.
Bevor der Fuck ist das natürlich 41, ne? Nein, ich habe gar nicht mitgezählt. Wow. Alter, ich war mit dem einen sogar ziemlich gut. Ja, ihr seht, ich habe manchmal auch zwei Fahrten gemacht, ne? Also nicht schon als Let's Play, aber einfach so. So, das war's mit diesem wieder etwas kürzeren Part, mit diesem einen Bus. Wir sehen uns halt dann beim nächsten Mal und...